Hallo Freunde der Radioaktivität in Deutschland. Ja, in unserem schönen Land gibt es ungefähr 1800 Messstellen für Radioaktivität und es werden immer weniger. Das Netz wurde damals aufgebaut nach der Tschernobyl-Geschichte und so im Durchschnitt alle 20 Kilometer gibt es in Deutschland so eine Messstelle. Ja, und da werden jetzt immer mehr abgebaut. Ich habe im Internet wenig darüber gefunden, aber im Radio kam gerade mal ein Bericht darüber. Gut, ich habe hier mal einen alten Geigerzähler, russische Produktion aus den 80ern. Den habe ich irgendwann kurz nach der Wende, also vor 30 Jahren, mal bei Konrad Elektronik gekauft. Und ja, er zeigt jetzt die Gammastrahlung in Mikrosievert pro Stunde an. Und wie man sieht, ist sie etwas erhöht. Die sollte hier so bei 0,1 ungefähr liegen. Normalerweise ist sie das auch. Warum die jetzt so hoch ist, ist mir ein Rätsel. Entweder ist der Geigerzähler kaputt oder die Gammastrahlung steigt tatsächlich an. Aber ich habe gerade schon mal geschaut auf der Internetseite, wo die Messstellen alle drin sind. Die haben alle so 0,07 Mikrosievert pro Stunde im Moment. Also scheint wohl alles in Ordnung zu sein. Ja, vielleicht kaufe ich mir mal einen neuen Geigerzähler, wenn der jetzt nach 30 Jahren hier seinen Geist aufgibt. Aber ja, hat mir lange Jahre treue Dienste geleistet. Da muss ich wohl in den nächsten Tagen noch mal gucken, ob da irgendwie was nicht stimmt. Ja, ich werde da mal durch die Lande ziehen und ab und zu mal Radioaktivitätsmesswerte reinsetzen. Gerade am Kamanschen See, hier im Norden, nordöstlich der Altmark. Da soll es ja noch belastete Gebiete geben von 1986 von der Tschernobyl-Katastrophe. Da sollen auch die Pilze belastet sein. Schauen wir uns das mal an.